die Gartenmöbel, einige Meter von der Stelle entfernt, wo mein Vater gelegen hat. Wir rücken nicht nur körperlich zusammen. Wir trinken Bier, wir rauchen. Meine Mutter zeigt uns den mindgrünen Post-it-Zettel, seine letzten 8 Worte, nur an uns gerichtet. Mir wird alles zu viel. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, die Katzen streichen um unsere Beine. Es ist ein schöner Sommertag und in mir ist so eine unglaubliche Diskrepanz zwischen dem, was ich sehe und dem, was ich spüre und dem, was ich zu glauben weiß, dass ich es kaum aushalte. Ich muss immer wieder zu dem Fleck sehen. Alles ist irreal. 4 Jahre bevor mein Vater gestorben ist, ist mein Bruder gestorben, was auch einen Grund ausmacht, warum mein Vater gestorben ist. Und ich schreibe in einigen Kapiteln über meinen Bruder und über das Leben meines Bruders. Und da möchte ich wieder einsetzen. Im Sommer 2004, wenige Monate vor seinem Tod, fahre ich mit Till und unserer Mama nach Kroatien. Till geht nicht gerne ins Wasser, er kann nicht schwimmen, deswegen sitzt er meistens am Ufer im Schatten und schaut uns zwar belustigt, aber verständnislos dabei zu, wie wir ins Meer gehen. Meine Mama versucht ihn zu locken. Sie sagt, wenn du hineinkommst, dann erzählen wir das dem Papa, dass du im Meer warst und geschwommen bist, der wird sich aber wundern. Till überlegt. Dann steht er vorsichtig auf und geht ins Wasser. Ganz langsam und ein wenig schwankend tastet er sich im Meer vorwärts. Plötzlich rutscht er auf den Steinen aus. Er taucht mit Körper und Kopf völlig unter. Till ist ein bisschen autistisch. Er kann gar nicht gut damit umgehen, wenn etwas plötzlich aus der Ordnung gerät. Seine Bürste muss zum Beispiel immer dort liegen, wo der von ihm zugeteilte Platz ist. Und er kann es nicht leiden, wenn ihm etwas Ungeschicktes passiert. Till lacht am meisten, wenn einem der Erwachsenen ein Missgeschick passiert, wenn wir hinfallen oder wenn wir etwas fallen lassen oder etwas kaputt machen. Dass er jetzt also ausrutscht und dass er dabei bis zu den Haaren nass wird und dass er das so aber gar nicht geplant hat, ist eine denkbar schlechte Kombination, was seine Laune angeht. Mama und ich warten bang. Till taucht auf. Er steht. In seinem Blick pures Entsetzen. Mit einer Hand fuchtelt er vor seinem Oberkörper hin und her. Und dann muss meine Mama furchtbar lachen. Er schaut sie unglaublich an, dann mich, die ich auch anfange zu lachen. Und dann muss er so mitlachen, dass er gar nicht daran denkt, dass er sich gerade noch fürchterlich ärgern wollte. Ich erinnere mich genau daran, wie er da im Wasser steht und seine dunkelblaue Badehose anhat. Und meine Mama steht ein bisschen weiter hinten im Wasser und ich sitze am Strand und wir drei lachen. 2 Monate später ist er tot. Und Dinge aufzuschieben, die ich gerne machen will, ist für mich seither keine Option. Eine schöne Erinnerung mehr ist eine mehr. So viel mehr, als man es in Worte fassen könnte. Als mein Vater sich in unseren Hof gelegt und in den Hinterkopf geschossen hat, war das der größte Vertrauensbruch überhaupt. Ich weiß, dass er auch dachte, er ist uns eine Last. Und ich weiß, dass er angenommen hat, wir wären sicher ein paar Monate traurig, aber dann erleichtert. Er hat noch nie so falsch gelegen. Nur weil ich jetzt damit leben kann, ist es nicht wieder gut. Und es wird auch nie wirklich gut werden. Es tut nicht nur weh, was fehlt, es tut auch weh, dass alles zerstört ist, was hätte sein können. Früher wünschte ich mir in tiefster Verzweiflung manchmal eine Beschwerdestelle für das Jenseits. Einen Ort, an dem man wenigstens gehört wird. Wo ist der Schalter für die Reklamationen an das Schicksal? Wo all der Ärger, die Wut und Verzweiflung angebracht werden können für all die Todesfälle, mit denen es noch abzurechnen gilt. Denn da gibt es welche, die lassen einen mit einer solch ohnmächtigen Wut zurück, ohne die Möglichkeit, sie irgendwo abzuladen. So bleibt sie in einem und um einen herum. Und sie richtet sich auch gegen einen selbst. Bei einem Suizid ist da einmal die Wut auf denjenigen, der einen im Stich gelassen hat. Aber da ist auch die Wut auf sich selbst. Dafür, dass man vielleicht etwas übersehen hat, etwas überhört hat oder dafür, dass einen vielleicht ein Teil der Schuld trifft. Das Gefühl des Versagens ist groß in den Jahren nach seinem Tod. Mein Selbstbewusstsein ist tief erschüttert. Ich zweifle an meiner Wahrnehmung. Es ist eine selbstverständliche Annahme, dass die Menschen um mich herum leben und nicht sterben wollen. Und sein Tod dreht also dieses tiefste innere Prinzip um. Alles steht damit Kopf. Ich kann sehr gut verstehen, dass ein Mensch selbst entscheiden möchte, wann und wie er stirbt. In meinem Kopf hat kein Bild Platz, in dem mein stolzer und starker Vater entmündigt mit Kabel und Schläuchen auf einem Bett liegt. Das war seine Hölle. Und so bleibt Respekt vor seiner Entscheidung in mir. Aber dennoch befürchte ich, dass die Tochter, die ich bin, niemals wird akzeptieren können, dass mein Vater beschlossen hat, freiwillig zu sterben.
Und jetzt lese ich noch kurz aus dem letzten Kapitel. Es heißt Banales. Als ich das erste Mal spüre, dass es bergauf geht, ist es 3 Jahre nach dem Tod meines Vaters. Ich stehe an einer Straßenecke. Mir gegenüber ist ein Coffeeshop. Der Coffeeshop. Ich bin am selben Ort wie an jenem Montag im Jahr 2008. Ich starre auf die Frontscheibe und warte darauf, dass der Schmerz einsetzt. Nichts passiert. Ich bleibe ein paar Minuten stehen, dann drehe ich mich um und gehe ganz langsam die Treppe hinunter zur U-Bahn. Und auf einmal, vollkommen unerwartet und aus dem Nichts, bin ich glücklich. Eine unglaubliche Leichtigkeit ist in meiner Brust, in meinem Bauch ein leichtes Kribbeln. Nur nicht bewegen, nur nichts machen, denke ich mir. Hinauszögern, solange es geht. Ich setze mich auf eine der Bänke. Ganz ruhig weiteratmen. Die U-Bahn kommt. Ich lächle den einsteigenden und aussteigenden Menschen glücklich zu. Sie sehen mich misstrauisch an. Die U-Bahn fährt ab. Ich bleibe sitzen. Ich warte noch auf ein paar weitere U-Bahnen. Langsam flaut das Gefühl in mir ab. Irgendwann steige ich dann ein. Zu meinem Termin komme ich fast eine halbe Stunde zu spät und noch nie war mir etwas so egal. In den kommenden Monaten, wenn alles wieder beim Alten ist, kann ich mir das Gefühl sogar manchmal wiederholen, wenn ich nur lange und intensiv genug daran denke. Es wäre falsch zu sagen, dass es danach steil bergauf geht. Es ist wie vorher auch. Es geht besser und dann wieder schlechter. Die Wellen kommen und gehen. Aber die Momente, in denen es mir besser geht, werden merklich besser und die schlechten Momente bleiben nur so schlecht, wie sie es zuvor schon waren. Trauer hat keine Deadline. Mir hilft, dass wir in unserer Familie so offen mit dem Thema umgehen. Aber vor allem auf dem Land wird Suizid immer noch als Schande für die Familie wahrgenommen. Suizid ist ein Tabu. Im Mittelalter wurden die Familienangehörigen von Suizidenten enteignet und aus der Dorfgemeinschaft verbannt. Ich glaube, das Tabu liegt an diesem faszinierenden Schrecken, den ein Suizid an sich hat. Das eigene Leben zu bewahren, ist ein Grundprinzip. Selbsterhaltung ist, was uns antreibt. Dass sich selbst töten, kehrt das Prinzip der Lebenserhaltung um und das auch noch auf eine unabänderliche Art und Weise. Die Selbsttötung überschreitet eine Grenze, die in unserem Selbstverständnis als unüberschreitbar gilt. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, ein Kopfmensch. Wenn ich mich zu etwas entschließe, dann will ich es auch schnell umsetzen. Es ist eine harte Lektion, die ich in diesen Jahren nun lerne. Trauer gibt einen Dreck auf meine Ungeduld. In unserer Gesellschaft lernen wir, dass wir nach einer gewissen Zeit wieder zu funktionieren haben. Der Tod hat keinen Platz im Leben. Unsere Gesellschaft drängt das Sterben und das Lebensende immer weiter an den Rand. Und dabei ist doch beides immer mehr unter uns. Nur sichtbar gemacht wird es nicht. Dabei wäre das wichtig. Es braucht Raum für Trauer, denn sie ist gegenwärtig. Wir verlernen, Geduld mit uns selbst zu haben. Wir verarbeiten nicht mehr nach unserer eigenen inneren Uhr, sondern orientieren uns an anderen. Anstatt auf uns zu hören, lesen wir lieber Ratgeberbücher. Ah, der hat 8 Monate gebraucht, dann ging es ihm besser. Ah, das ist also die 4. Phase der Trauerbewältigung. Aber vielleicht brauche ich 8 Jahre statt 8 Monate. Vielleicht kommt bei mir nach Phase 4 der Trauerbewältigung wieder Phase 1. Wer weiß das schon? Wer kann es mir schon sagen? Und ist das überhaupt wichtig? Ohne meine Freundinnen wäre ich an meiner scheinbaren Unzulänglichkeit mit der Trauer im vorgegebenen Zeitrahmen fertig zu werden gescheitert. Denn selbst setzt man sich am meisten unter Druck. Ein Jahr nach dem Tod meines Vaters kauft Renate einen Cocktailmixer. Triumphierend bringt sie ihn in meine Wohnung. Es sind ungezählte Abende, die ich mit ihr auf der Couch verbringe. Mit ihr, mit Julie, mit Birgit. Wir reden viel über den Tod, über das Verlassenwerden und den Schmerz. Wut und Trauer. Aber wir lachen auch viel, blödeln, reden über Männer, Jobs und Kleidung. Ein Suizid zieht immer weitere Kreise, als angenommen wird. Er erschüttert Menschen, die eigentlich nicht auf dem Radar sind. Viele Menschen wissen nicht, wie sie das Thema ansprechen oder wie sie den unmittelbar Betroffenen begegnen sollen. Sie wollen helfen, aber sie wollen nicht aufdringlich sein. Sie wissen nicht, ob und was sie fragen dürfen und was zu intim ist. Ich bin mir sicher, es ist ganz egal, welche Frage es ist, die gestellt wird. Hauptsache, es wird eine Frage gestellt. Es ist das Wichtigste, dass es möglich ist, über das Entsetzen zu reden und das Gefühl zu haben, damit niemandem zur Last zu fallen. Ich möchte lieber sagen können, nein, heute will ich bitte nicht darüber reden, als sagen zu müssen, bitte können wir darüber reden, dass mein Vater sich getötet hat.
Saskia Jungwickel, Ihr Vater muss ein faszinierender Mann gewesen sein. Er war. Haben Sie es rausgelesen? Ich habe das so rausgelesen. Er war Theaterregisseur, er war Filmemacher, er war vor allem Musiker, ein ganz wichtiges Terrain in seinem Leben. Er war Landwirt, er war evangelischer Lektor, er war Aussteiger, er war unglaublich belesen. Also ich könnte jetzt noch viele, viele Dinge anführen. Was haben Sie und Ihre Geschwister an Gutem von Ihrem Vater mitgenommen? Also das ist alles gut. Also ich glaube, wir haben viel mehr Gutes mitgenommen als Schlechtes. Also das, was dieses Buch auf keinen Fall ist, ist eine Abrechnung oder eine, ja, in irgendeiner Art und Weise. Also wir lieben unseren Vater, wir bewundern ihn sehr. Was ich vor allem mitgenommen habe, glaube ich, ist den Mut, dass man Dinge verändert, wenn man das möchte. Die Angst abzulegen, sein Leben zu ändern, wenn man das Gefühl hat, man ist unzufrieden mit dem, was man tut. Und dass es in Ordnung ist, wenn man hinfällt, dass es in Ordnung ist, wenn man scheitert, man kann wieder aufstehen und kann wieder von vorne beginnen. Und ich glaube, das ist das Wesentlichste, was er mir beigebracht hat. Ja. Er hat Sie, wenn ich das richtig verstehe, auch zur Aufmüpfigkeit erzogen, oder? Er hat Sie zu kritischem Denken erzogen, er hat Sie dazu erzogen, Dinge zu hinterfragen. Sehe ich das richtig? Ja, auf jeden Fall. Sie schreiben auch über die Geschichte Ihres Vaters, soweit sich das rekonstruieren lässt. Ihr Vater war ein Kriegskind, er war Jahrgang 1940 und in Ihrem Buch lese ich, dass er durchaus geprägt war von einer autoritären Erziehung. Sie beschreiben da, wie er schwimmen gelernt hat. Er wurde offenbar im Stil der Zeit ins tiefe Wasser geworfen. Man hat dann noch mit Stangen ihn immer vom Rand, vom Beckenrand weggedrückt, damit er ja sich nicht festhalten kann. Und bevor er halt ersoffen ist, hat man ihn schnell wieder rausgezogen. Also wirklich eine autoritäre Erziehung, man könnte fast auch sagen, eine faschistische Erziehung. Hat das nachgewirkt in Ihrem Vater, vielleicht auch in seiner Rebellion gegen das? Das weiß ich nicht. Also das kann ich nicht sagen. Was ich glaube, ist, dass dass er dazu erzogen worden ist, Stärke zu beweisen und stark zu sein. Und ich glaube, dass das etwas war, was es ihm unmöglich gemacht hat, dann gegen Ende hin um Hilfe zu bitten und zu sagen, ich kann nicht mehr. Und ich glaube, das ist aber auch eine Generationenfrage. Also ich glaube, dass heute 30-jährige Männer weniger ein Problem damit haben, zu sagen, ich hole mir Hilfe, ich gehe zu einem Therapeuten und ich sehe das nicht als Schwäche. Aber das könnte schon ein Aspekt gewesen sein in seiner Sozialisation, der es ihm schwierig gemacht hat, sich Hilfe zu suchen. Ja. Die Musik, ich habe es gesagt, war ganz, ganz wichtig im Leben Ihres Vaters. Rocky Jackson hat er geheißen, war sein Künstlername in seiner Jugend. Wie muss man sich, soweit Sie das rekonstruieren können, Ihren Vater als Jugendlichen vorstellen? Ich lese bei Ihnen, er hat auch mit Elvis Presley musiziert. Wie war das? Ja, ich war ja nicht dabei. Leider. Er hat es uns erzählt. Also ja, er war ein begeisterter Musiker. Das ist eines der Dinge, die ihn begleitet haben, von Kindheit, Jugend an bis zu seinem Tod. Und er hat irgendwann einmal, meine Mutter wüsste das besser, aber er hat also irgendwann eine Platte aufgenommen oder Lieder von sich und hat sie an die Plattenfirma von Elvis Presley geschickt und tatsächlich eine Antwort bekommen. Und als der stationiert war in Deutschland, gab es also den Anruf, sie können einander treffen, wenn sie mögen. Und mein Vater ist also hingefahren, hat Pudding mitgenommen von seiner Mutter. Und dann haben sie also gemeinsam Pudding gegessen, ein bisschen musiziert und anschließend hat Presley auf seiner Gitarre am Schlagblatt unterschrieben. Und diese Gitarre haben wir immer noch. Ja. Das ist doch recht beeindruckend. In Ihrer Lesung ist es auch angeklungen,
Er war auch ein Freund der Frauen, der war sehr. Sie lachen immer so, dass sie einfach. Das ist ja, das steht alles drin. Es genau. Ist so lustig, wenn man es dann hört. Das steht ganz genau so drin. Er war ein Weiberer, wie wir in, eine Zeit lang natürlich. Ne? Ich hätte wie das wir anders schreiben müssen. Sagen, das heißt, er war schon auch ein. Er war ein Schürzenjäger. Ja. Ein Schürzenjäger. So sagen es die Wiener, wir sind Weiberer. In Oberösterreich läuft letztlich auf dasselbe hinaus. Er würde sagen, er war ein Verehrer der Frauen. Ein Verehrer der Frauen, ein großer Erotiker auch. Also was hat ihn, soweit man das als Tochter sagen kann, aber schwierig, aber was hat ihn, was glaube ich, so anziehend gemacht für Frauen? Dann muss er sehr erfolgreich gewesen sein. Das ist eine sehr schwierige Frage. Als Tochter. Also ich meine, ich habe ja nur, das schreibe ich hier in meinen Recherchen, seine Geschichten gesichtet und da waren halt ein paar dabei, die will man nicht lesen als Tochter. Und sie haben sich eingebrannt. Also erotische Texte. Da nicht gern drüber ja. Gehen, ja. Da gehen wir drüber reden. Also ich meine, was hat ja. Den, ich weiß nicht, wahrscheinlich Mama. Wollt sie auch auf die Bühne? Er war halt Ausstrahlung, Stimme. Ja, Ausstrahlung, Stimme, sagt die Mama. Ja, er war halt schon ein imponierender Mensch. Imponierend starker Mann. Ein imponierender. Sehr interessant. Verstehen Sie die Mama? Also ein imponierender Mann, sehr interessant. Charisma hat er gehabt. Ja, schon. Saskia, täusche ich mich oder habe ich das überlesen, das mintgrüne Post-it, von dem die Rede ist, auf dem 8 Worte stehen oder standen. Mhm. Was diese 8 Worte waren oder sind, steht nicht drin. Steht nicht drin, nein. Das ist eines der Dinge, die euer Geheimnis bleiben. Ja, wobei Geheimnis, ich glaube, es ist nicht wichtig. Das Buch ist so offen und es sagt so viel aus und alles, was man braucht, steht drin. Okay, also das ist nicht programmatisch zu verstehen oder Sie haben sich nicht gedacht, bestimmte Dinge auch aus, vielleicht als auf symbolischer Ebene behalten wir von uns, das geht die anderen nichts an, sowas steht nicht dahinter? Doch, natürlich auch. Mhm. Also ich meine, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, es ist unbedingt wichtig, um ihn zu erklären, um es dann zu drucken, hätte ich vielleicht darüber nachgedacht oder so. Es gibt einfach Dinge, die behalte ich für mich. Sie schreiben, der Weg, auch in Ihrer Lesung haben wir es gehört, der Weg zur Versöhnung ist weit. Schreiben Sie über Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater am Anfang, als Sie den Schock der Nachricht verdauen mussten. Haben Sie heute das Gefühl, dass Sie mit Ihrem Papa versöhnt sind? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich glaube, ich hätte das Buch nicht schreiben können, wenn es nicht so wäre. Ich glaube, das Buch ist quasi das Resümee über Jahre des Zweifelns und Haderns und hin und her überlegens und auf jeden Fall. Also ich bin auch heute nicht mehr wütend auf meinen Vater. Ich denke an ihn voller Liebe. Ich bin traurig, dass er tot ist. Ich vermisse ihn sehr, aber ich habe mich mit ihm ausgesöhnt. Ja. Mhm. Die Krise, in die Sie der Suizid Ihres Vaters gestürzt hat, war auch, so lese ich in dem Buch, eine stark körperliche Krise. Das heißt, es war nicht nur in Anführungsstrichen ein Gefühl der Trauer, da auch stark ein Gefühl bei Ihnen der Angst, auch der Angst, wie werde ich jetzt weiterleben können ohne Vater. Also Trauer, Angst, Wut waren ganz starke Gefühle und die haben sich auch ganz stark körperlich gezeigt bei Ihnen. Wie war das? Naja, also Sie meinen die eine Szene, die ich beschreibe, wo ich rausreihe. Ja, das war allerdings nur einmal, wo ich wirklich körperlich gemerkt habe, dass mir das zu viel wird. Ansonsten. Körperlich. Also mit richtig Schmerzen, ja genau. Mir hat mein Herz wehgetan, ich hatte ein enge Gefühl. Also es war eine Art Panikattacke, denke ich, nennt man das. Ansonsten die Angst war es eher, weil man vertraut seinen Eltern, man baut auf seinen Eltern, ja, das ist das Fundament, auf dem man lebt. Und wenn jemand beschließt, einem das Fundament wegzunehmen, der ihn eigentlich beschützen sollte, dann fällt man ins Nichts. Und so war das bei mir und es hat einfach alles erschüttert und all meine Gefühle waren nicht mehr zuordnenbar und das war hart, das wieder zu lernen und mich wieder zu sammeln und wieder diese Angst auch ablegen zu können und zuversichtlicher zu werden und wieder Vertrauen zu fassen.
Sie waren damals mit einem jungen Mann zusammen, Oskar heißt er. Sie lacht im Gesicht. Sie waren damals mit einem Mann zusammen, Oskar heißt er. Ist ein echter Name? Nein, okay, also der Oskar ist gehindert. Die Beziehung zu diesem jungen Mann ist dann zerbrochen in der Phase der Trauer. Womit hatte das zu tun? Ich glaube, wenn man eine Beziehung führt und dann passiert einem so etwas, dann ist einfach alle Zeit und Energie und Kraft, die man in der Beziehung sonst hat, abgezogen und wird für einen selbst verwendet. Und so war das bei mir. Ich habe mich um mich gekümmert, ich habe mich um meine Familie gekümmert und war froh, wenn ich arbeiten gehen konnte und am Abend ohne Panik und Angst zu Hause fernsehen konnte. Und er wollte halt ein Leben leben, wie man das halt macht in dem Alter. Er wollte weggehen und einfach über schöne Dinge auch mal reden und das hat sich nicht vertragen. Er wollte, dass es wieder so wird, wie es vorher war. Ja. Und nach einem halben Jahr... Nach einem Jahr, glaube ich. In Ihrem Buch steht ein halbes Jahr. Also wie auch immer. Ich werde es nochmal lesen. Ein halbes Jahr dann hat er die Geduld verloren. Ja. Also er wollte halt irgendwie, ich meine, er hat eine Beziehung geführt, eine ganz normale Beziehung mit einem Menschen, mit dem er Spaß hatte. Und auf einmal war der Mensch nicht mehr da, sondern ein Wrack dieses Menschen. Und ja, ich meine, ich kann beruhigenderweise sagen, dass wir heute sehr, sehr gute Freunde sind. Dass ich sehr glücklich in meiner Beziehung bin. Also es hat auch alles irgendwo dann wo so sollen sein. Mhm. Öffnen, wenn es Fragen gibt, Wortmeldungen, Statements, bitte mit einem kurzen Handzeichen sich melden. Es gibt ja auch ein Mikro, bitte hier, der Herr. Warten Sie dringend Mikro. Ich bin selbst ein Betroffener. Mein Vater hat sich vor 43 Jahren aufgehängt, ich war 15 Jahre alt. Der Weg zur Versöhnung ist lang. Bei mir war das sehr lang. Aber meine Kindheit war anders. Ich hatte keine schöne Kindheit, aber das wird jetzt zu weit führen. Mir hat dann ein Buch geholfen, das ist mir ungefähr vor 2-3 Jahren untergekommen. Der Autor heißt Andreas Altmann, ich zitiere den Originaltitel, das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und meine eigene Scheißkindheit. Und das war für mich, ich bin nicht sagen, der Abschluss der Versöhnung, aber da bin ich dann in meiner Versöhnung sehr weit gekommen. Und ich bin jetzt sehr bewegt, ich spüre irgendwie, obwohl wir uns nicht kennen, irgendwie eine Verbindung. Wir haben mit ihm oder mit mir? Das gleiche Schicksal oder so. Ich wäre auch noch ein bisschen neugierig, wie viele Betroffene gibt es hier? Können die mit der Hand aufzählen? Also Angehörige von Menschen, die Suizid begangen haben. Danke. Danke. Da gibt es noch eine Wortmeldung gleich. Danke für die Lesung. Ich finde, ein Buch zu schreiben in aller Offenheit ist das eine, darüber dann auch zu reden ist das andere. Und Ihre Fragen sind ja sehr persönlich auch, also graben sozusagen noch tiefer. Darum würde ich das gerne an Sie zurückspielen. Was hat Sie denn weinen gemacht? Das sind archaische Geschichten, Menschen, die man liebt, die einen begleitet haben und die immer da waren, seit man auf der Welt ist. Zu diesen Menschen hat man, ob man will oder nicht, ob im Guten oder Schlechten, auch im Schlechten, eine Beziehung, die unauflöslich ist. Und eine Geschichte, wie Saskia sie erzählt, ist eine Geschichte, die gar nicht anders kann, als eigentlich jeden Menschen, der noch ein fühlendes Herz hat, bis in seine Grundfesten zu erschüttern und niederzureißen. Und auch das Lesen dieses Buchs ist zeitweise harter Stoff. Es ist ein Buch, das an die Nieren geht und das... in meiner Familie hat niemand Suizid begangen. Ich habe meine Mutter früh verloren, relativ früh, ich war ein Jugendlicher. Das sind alles Dinge. Ich habe Kinder, man fragt sich natürlich auch,
auch manchmal schon mit dem Gedanken gespielt, wenn ich dann 81 bin und krank, wie könnte man dann das machen, dass es für die Angehörigen möglichst schonend ist, dass man selbst bestimmt abtritt. Das sind alles Dinge, die einen beschäftigen. Und wenn man ein solches Buch liest, wühlt das bestimmte Dinge auf emotional und man stellt sich bestimmte Fragen. So ist es mir gegangen. Gibt es noch Wortmeldungen? Bitte. Ich habe eine Frage zum Thema. Also, es ist ja nicht der erste Selbstmord in Ihrer Familie. Der Bruder? Aber also der Bruder ist so gestorben. Der ist gestorben. Achso, okay, ich habe das missverstanden. Ja, ja. Okay. Man muss das nicht sagen, der Bruder war 26 Jahre alt, der Till, und hatte ein Blutgerinnsel im Gehirn. Und er war allein mit dem Vater zu Hause und ist gestorben. Und der Vater hat es nicht bemerkt. Hat ihn zu gefunden, spät. Ja. Hat zu spät gemerkt. Und hat sich irgendwie auch schuldig gefühlt an diesem Tod. Vielleicht sollte man da als Erklärung zu der Geschichte auch sagen, dass er schwer geistig behindert war. Also der Bruder Till war auch durch einen ärztlichen Fehler in seinem Babyleben behindert. Das steht, okay. Ja, schreibe ich dann. Steht ja. Ja. Ja, aber dann hat sich die Frage erledigt. Okay. Das ging einfach. Gibt es noch Wortmeldungen oder Fragen? Dunk, zum Thema Suizid, auch das ist Thema in deinem Buch. Da gibt es sowieso, Sie merken, ich wechsle jetzt ins Du, wo es immer persönlicher wird, bleiben wir dabei. Es gibt auch essayistische. Wir waren schon vorher per muss ich sagen. Nur halt im öffentlichen Reden halte ich es immer so, wenn ich es durchhalte, dass ich per Sie bin. Das Thema Medien und Suizid behandelst du auch in deinem Buch, und da gibt es ja in Österreich doch seit einiger Zeit das Agreement, dass man über Suizide entweder gar nicht berichtet oder sehr zurückhaltend berichtet, um eben so etwas wie einen Nachahmungseffekt, den es unleugbar gibt, den Werther-Effekt, zu vermeiden, zu verhindern, hintanzuhalten. Wie stehst du zu dieser Politik, in Anführungsstrichen? Also ich fand es ja total interessant, weil ich mir vorher, ich war ja vorher schon Journalistin und mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht habe, wie man über das Thema schreiben soll, aber es ist nachgewiesenermaßen so, dass nicht ausschlaggebend ist, dass man nicht darüber schreibt, sondern wie man darüber schreibt, weil die Art und Weise darüber entscheiden kann, ob die Suizidrate steigt oder fällt. Das heißt, es gibt ja auch nicht nur den Werther-Effekt, sondern auch den Papageno-Effekt, den umgekehrten. Und wenn einfühlsam darüber geredet wird oder wenn mit Menschen gesprochen wird, die eine suizidale Krise hatten und die bewältigt haben, dann kann das dazu führen, dass es eben im Gegenteil Leuten Hilfe gibt und die Suizidrate sinkt. Deswegen ist es mir ganz wichtig, das darauf aufmerksam zu machen. Deswegen habe ich ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, wie Medien darüber sprechen sollten. Es gibt einen Fall, der viel Aufsehen erregt hat. Das war der deutsche Fußball-Nationaltorwart oder Ersatz-Nationaltorwart Robert Enke. Der hat vor einigen Jahren Suizid begangen, und auf diesen Fall haben sich die Medien doch relativ sensationslüstern gestürzt, auch die sogenannten seriösen Medien, und das hatte doch starke Effekte. Das hatte starke Effekte. Es ist nämlich so, dass man das an den Zahlen ablesen kann. Es ist nicht so, dass sich da irgendwie ein paar Therapeuten und Ärzte hingesetzt haben und gesagt haben, ja, wie können wir das jetzt irgendwie machen, okay, sondern es ist erwiesen, und gerade im Fall Enke war es so, dass sich in den Monaten danach viermal mehr Menschen auf dieselbe Art und Weise umgebracht hatten wie er zuvor. Und auf, soll man das jetzt sagen? Nein. Im Buch steht es. Aber okay. Okay. Okay, also da ja. Ist es schiefgelaufen. Genau, da ist es schiefgelaufen, weil das, was ich auch ansprechen will, ist, dass es fehlt mir eine seriöse, durchgehende Art und Weise, wie über Suizid geschrieben wird. Es passiert etwas, das sorgt für Aufmerksamkeit, man knallt es aufs Cover, man kramt alles Mögliche raus, soweit es nur geht, man beutet das quasi aus, dann redet man irgendwann mit der Witwe oder mit den Hinterbliebenen, kurz abgehandelt, und das war es dann wieder. Aber es gibt keine stete,
Auseinandersetzung mit dem Thema und wie man in der Öffentlichkeit damit umgehen kann. Und es ist nun mal wichtig. Also es ist mir auch ein Anliegen, in Österreich sterben im Jahr über 1000 Menschen, weil sie sich das Leben nehmen. In Deutschland sind es über 10.000 Menschen. Das ist eine extrem hohe Zahl. Die WHO nennt den Suizid eines der größten Gesundheitsrisiken der Welt. Ja? Das heißt, es ist ja da. Es ist ein Problem und es muss eine Lösung geben. Es reicht nicht zu sagen, ja okay, man könnte irgendwie anders überschreiben. Und dann, nein, das sind Zahlen und Fakten. Und da muss was passieren, glaube ich. Ja. War das für dich auch Thema beim Schreiben dieses Buches? Du schreibst ja über das Thema Suizid. Hast du die Frage reflektiert, wie dein Text wirkt oder wirken kann auf Menschen, die sich mit Suizidgedanken tragen? Ich habe es jetzt nicht verstanden. Auch dein Buch ist ein Medium. Ob jetzt das News so, eine Titelgeschichte macht oder die FAZ einen sorgenvollen Leitartikel oder ob man ein Buch schreibt mit dem doch auch anschaulichen Titel Papa hat sich erschossen, man macht Öffentlichkeit. Ja. Und meine Frage war, ob du dich... Ja, das habe ich. Ich habe mich damit beschäftigt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Menschen, wenn sie dieses Buch lesen, sich eher Hilfe holen als eine Waffe. Und das war ausschlaggebend, finde ich. Das Buch ist am 23. März 2013 erschienen und es hat viele Vorgespräche gegeben, bevor dieser Artikel erschienen ist. Und wir waren dann auch ziemlich überwältigt von den vielen Reaktionen, die nachher gekommen sind. Meine Kollegin Saskia ist seit vielen Jahren beim Standard, war davor auch beim Falter, bei Datum tätig als Journalistin und hat eben in der Familie zwei Ereignisse erlebt, die man sie für sich selbst eigentlich nicht vorstellen möchte. Und zwar der Tod des Bruders und dann 2008 der Tod, der Freitod, der Selbstmord des Vaters. Und sie hat sehr lange mit sich gerungen, ehe sie diesen Text geschrieben hat. Und ich glaube auch einige Kollegen haben im Vorfeld Gespräche auch mit ihr geführt und mit dem Text gearbeitet. Und dann hat sich eben ein Verlag gemeldet, ein sehr renommierter S. Fischer Verlag. Und daraus ist dann ein Buch entstanden. Also, wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe es so aufgebaut, dass ich zum Teil meine Geschichte erzähle oder wie das bei mir war, als ich von seinem Tod erfahren habe und dann mit rückblickend. Und dazwischen habe ich auch eingebaut dann so Kurzgeschichten meines Vaters, einzelne wichtige Stationen in seinem Leben. Also es ist auch ein klein wenig eine Biografie, wenn man so will. Und ich würde einfach jetzt mit dem ersten Kapitel anfangen. Tod. Ich weiß nicht, wieso es heißt, der Suizid eines geliebten Menschen lasse alles andere banal erscheinen, wenn es doch der Suizid ist, der selbst das Banale in eine Hölle verwandelt. Vor 6 Jahren stehe ich in einem Coffeeshop. In der Hand halte ich einen Becher mit einem doppelten Espresso und einem Schuss Milch. Mein Handy läutet. Meine Mama ruft an. Papa ist tot. Er hat sich erschossen. Ihre Stimme klingt ein bisschen zittrig und unglaublich erschöpft. Für ein paar Sekunden bleibt alles stehen, bis es mir den Hals zuschnürt. Ich drehe mich im Zeitlupentempo. Rechts neben mir ist eine Tafel. Darauf steht mit weißer Kreide das Tagesangebot geschrieben. Jemand hat in hellblau eine Kaffeetasse und kleine Blümchen dazu gemalt. Links von mir sitzt ein Paar in Ohrensesseln. Sie halten beide eine Zeitung in der Hand. Er liest, sie redet. Alle machen weiter wie bisher. In meinen Ohren rauscht es. Ich schaue nach vorne. Dann starre ich auf meinen Becher. Als ich klein bin, renne ich meinem Vater beim Einkaufen immer weg und warte dann hinter der Kasse auf ihn, dort, wo die Mahlmaschinen stehen und die Luft voll ist mit dem köstlichen Geruch nach fein gemahlenem Kaffee. Ich muss tief einatmen. Fast schnappe ich nach Luft. Während meine Mama mit mir schwanger ist, hat sie ständig Lust auf türkischen Kaffee. Nachdem sie ihn getrunken hat, löffelt sie den süßen Kaffeesud oft aus dem Kännchen. 9 Monate kriegt sie nicht genug von dieser körnigen Substanz.
Ich spüre, wie eine große Angst in mir aufsteigt. Der Becher wird schwer. Der Anruf an diesem sonnigen Vormittag im Juli 2008 zerstört nicht nur eine Lebensliebe. Der Suizid meines Vaters verändert meine Welt völlig. Sie wird ruiniert und in den kommenden Jahren werde ich versuchen aufzubauen, was er eingerissen hat. Ich liebe und bewundere meinen Vater sehr und an diesem Tag wird er zu meinem schlimmsten Feind. Der Weg zur Versöhnung ist lang. Ich stelle den Kaffeebecher weg. Seit diesem Tag trinke ich schwarzen Tee mit Milch. Dort zu funktionieren und in meiner Welt zu sein, das hat quasi, damit war ich beschäftigt und das hat mich abgelenkt und da hatte ich dann auch wieder so kleine Erfolgserlebnisse, wenn was funktioniert hat oder ein guter Artikel oder so, das gibt einem dann ja auch wieder Kraft und Aufschwung. Also muss ich eher sagen, dass mir das geholfen hat dann. Du hast dieses Buch deinem jüngeren Bruder Arvid gewidmet. Thiel war dein älterer Bruder, es gibt noch einen älteren Christoph und dieses Buch ist für Arvid. Warum? Naja, er ist mein kleiner Bruder. Nein, es ist für ihn, glaube ich, weil man hat immer das Gefühl, man hat zu wenig Zeit mit den Menschen, die man liebt. Und ich habe das Gefühl, ich hatte zu wenig Zeit mit meinem Vater. Und der Arvid ist 3 Jahre jünger als ich und der hatte noch weniger Zeit. Und ich wollte ihm damit auch irgendwie ein Buch geben, wo ich ihm auch zeige, was unser Vater für ein Mann war, was er für ein Mensch war, damit er sich auch vielleicht nochmal besser daran erinnert und auch stolz auf ihn ist. Und gleichzeitig wollte ich ihm auch zeigen, dass es in Ordnung ist, auf der einen Seite zu trauern und dass man auf der anderen Seite aber einen Weg finden kann, wie man sein Leben lebt. Und so. Ich glaube, das können wir jetzt so stehen lassen. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube, du hast sehr gut einen Weg gefunden, dieses Leben, dein Leben zu leben, aber auch weiter stolz auf deinen Vater zu sein. Und es, wie du eingangs gesagt hast, das ist kein Buch, das eine Abrechnung ist. Ich glaube, Suche beschreibt es tatsächlich am besten. Und ich glaube, es ist auch ein Buch, das vielen anderen Mut machen kann, mit dem Thema Tod, Sterben umzugehen. Saskia beschäftigt sich auch als Journalistin weiterhin mit dem Thema, zuletzt zum Beispiel im Standard in der Ausgabe Aller Heiligen, Aller Seelen mit dem Thema Sterbehilfe und vor allem auch wie Religionsgemeinschaften damit umgehen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das uns früher oder später, ich glaube, jeder hat Angehörige, die irgendwann einmal in die Situation kommen, da muss man sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich glaube, dass das auch ein Buch ist, das vielen Mut macht, sich mit dem auseinandersetzen, was es gehört zum Leben dazu. Vielen Dank fürs Zuhören und danke Saskia nochmal und wir sind sehr stolz auf dich für diesen Mut, den du aufgebracht hast, gemeinsam mit deiner Familie, dass dieses Buch entstanden ist. Dankeschön. Danke.